Hallo Freunde des Lichts. Ich bin heute wieder an meinem Akazienstand. Kurze Bestandsaufnahme. Wir haben jetzt hier noch ein Doppelvolk mit Blechdeckeln. Die werden jetzt dann noch ausgetauscht. Und neuen Beuten. Hier die neuen. Und diese zwei Völker, die werde ich jetzt heute umsetzen, auch in solche neueren Beuten. Und dabei auch gleich mal das Gewicht ermitteln der Beute jetzt und nachher auch sehen beim Umsetzen der Rähmchen, wie viel Futter tatsächlich drin ist. Weil ich weiß nicht, was diese Beuten wiegen, damit ich das Gewicht entsprechend berücksichtigen kann. Weil ich habe hier, hier und hier noch jeweils zwei Völker in diesen alten Beuten sitzen. Und die müssen auch diesen Winter noch in den alten Beuten bleiben, weil es kostet alles irgendwo ein bisschen viel Diridari und das Geld muss irgendwo herkommen. Aber für diese zwei Beuten hier habe ich zwei neue Beuten jetzt schon zugeholt und die werden umgesetzt. Hier hinten ist auch noch eine Beute von mir. Die hat sogar noch das alte System mit Steinen oben drauf. So wie es viele Imker machen, Pappe drauf oder irgendwas anderes, Steine drauf und gut. Aber diese Systeme sind alle schon auf dem neueren Stand. Oder auf dem aktuellen Stand, sagen wir mal. Zudem muss ich nachher noch ein bisschen mähen, also sensen, weil das Gras vor den Beuten, vor den Eingängen ist schon wieder zu hoch. Und die Bienen werden dadurch nachher nur behindert. Aber jetzt werde ich erstmal das Gewicht, zumindest dieser zwei Beuten, in Original, so wie sie jetzt sind. Ich sehe nachher die Volksstärke, ich sehe nachher die Futtermenge und die Brutstärke. Jetzt werden sie erstmal gewogen, damit ich das Ausgangsgewicht kenne, weil ich möchte natürlich bei meinen alten Beuten, die Völker mit den alten Beuten, möchte ich natürlich jetzt nicht jedes einzelne Volk auseinanderreißen müssen, genau bewerten, Futter, Brut, Bienenmasse etc. Weil ich habe sie ja, als ich sie hier hergestellt habe, aus dem Wald, habe ich sie ja alle mal kurz angesehen, habe die Königin kontrolliert, habe die Brut kontrolliert, dass Brut da ist, also Stifte oder Königin, eins von beiden, war bei allen Völkern da und ich will die jetzt nicht unnötig auseinanderreißen. Die muss ich leider umsetzen, das ist auch ein Auseinanderreißen sozusagen, aber das muss halt eben sein, die zwei müssen sich jetzt ein bisschen was gefallen lassen, dass den anderen dann erspart bleibt. Ist halt so. Einer für alle, alle für einen. Bis 25 sind 32,5 Kilo und 36,5 Kilo bei der. 4 Kilo Unterschied und wenn wir jetzt dann nachher gemeinsam reinschauen, dann können wir mit Sicherheit auch sehen, warum die 4 Kilo Unterschied. Diese Völker wurden beide mit Ameisensäure im Wald behandelt und wie gesagt vor ein paar Tagen das erste Mal mit Oxalsäure bedampft. Mal anschauen. Ich vermute, dass es rein Futterunterschied sind. 32,5 und 36,5. Ich meine, es wäre rein der Futterunterschied, aber sehen wir gleich, ob es auch die Volksstärke ist, ob das oder die Brutmenge macht ja auch ein Gewicht aus. Das sehen wir dann gleich. So schnell kann es gehen. Jetzt brauche ich noch meine honigfesten Handschuhe. Und dann kann es losgehen. Im Smoker ein bisschen Rauch gemacht. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, oh, wir sind in Deutschland, das heißt nicht Smoker. Doch, das heißt Smoker. Das heißt so, wie ich will. Und wenn ich zu der Rauchkanne oder zum Smoker Gründünger sagen will, dann sage ich Gründünger. Wenn jemand nicht versteht, was ich mit Gründünger meine, und er will das unbedingt wissen, was ich damit meine, dann kann er ja gerne anfragen. Dann erkläre ich ihm das. Aber ich lasse mir sicherlich nicht vorsagen, welche Dinge ich wie bezeichnen muss. Ich bin schon dreimal 18 Jahre alt gewesen
und entscheide selbst, wie ich was benenne. Da gibt es ja auch Leute, die haben in meinem letzten Video Blech oder Pappe, haben die sich ja fürchterlich echauffiert. Nicht alle, also ein Teil, weil ich für Pappe plädiere. Leute, ich sag niemandem, er soll Pappe verwenden. Ich sag niemandem, er soll Blechdeckel verwenden. Nimm doch gerade, was du willst. Ich sag, warum und weshalb. Und ich zeige auch, warum und weshalb ich diese Art verwende, was ich verwende. Warum will mir da jemand ans Bein pissen? Nur weil ich Pappe verwende und die vielen großen Vorzüge der Pappe dem Blechdeckel gegenübergestellt habe? Was soll denn das für ein Schwachsinn sein? Also bitte, Kirche im Dorf lassen. Ich erkläre und erzähle, was und wie ich es mache. Und wenn jemand glaubt, er müsse sich unbedingt auskotzen über das, was ich mache, dann soll er es bei seiner Frau zu Hause machen. Oder an seine Bienen gehen, wenn er denn überhaupt welche hat. Und die anschreien. Aber soll mich in Ruhe lassen. Dann nehmen wir uns mal den Smoker vor. Und ich werde es den Smoker anzünden. Das gibt wieder die Abos. Das ist ja auch in Ordnung. Ich habe ja genug Abos. Wobei ich ja nicht unbedingt drauf aus bin, dass sehr viele Leute abonnieren. Ich mache diese Videos für ein paar Bekannte, dass die sehen können, was so läuft. Unter anderem auch für einen Imker, von dem ich wirklich, der mich wirklich sehr unterstützt hat, durch man höre und staune, Geschenke. Ja, das gibt's. Hat mir ein Imker zum Beispiel doch glatt ein Volk geschenkt. Also ein Ableger war es. Ja. Letztes Jahr. Dieses Jahr hat mir ein anderer Imker 3 Völker geschenkt. Hammer. Aber 3 komplette Völker, also ganze Völker. Und ein paar Freunde natürlich, die auch gern wissen wollen, was ich so mache, wie ich das mache. Und deswegen mache ich die Videos. Als zweites mache ich die Videos für mich zum Nachschauen nochmal. So wie jetzt zum Beispiel das Video im Bewerten des Volkes. Brut, Bienenstärke, also Volksstärke, Futter, die Bewertung vom Volk insgesamt. Da kann ich später Richtung Winter oder im Frühjahr auch nochmal nachschauen, was war denn da eigentlich mit dem Volk, wie ging es denn da. Okay, ich mache das nicht bei jedem Volk, wie gesagt, aber bei den Völkern, wo ich es mache, kann ich nochmal nachrekapitulieren. Oh, ich habe hier ein bisschen Propolis, was ich da gerne in den Smoker rein tue. Das riecht einfach. Riecht einfach viel besser, der Rauch ist nicht so beißend. Kleiner Imker-Trick. So, mit welchem Volk fange ich an? Mit dem 32,5 oder mit dem 36,5? Puh, ich nehme das 32,5. Jetzt will ich hier rein sehen, was die Futtervorräte sind. Leer. Um das mit dem Gewicht, das ich vorher ermittelt habe, abgleichen zu können. Leer. Ach komm, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, dann zeige ich euch auch hier das, ein paar Bienchen drauf, mehr nicht. Dann zeige ich euch auch die Waben ein bisschen näher.
Ja, komm her. Sehen wir es so? Ja, so sehen wir. Futter 1. Das zusammen. Futter 1, wenn man Brutnest. Also haben wir schon Futter 2 insgesamt. Futter 3, da ist ganz wenig drauf auf beiden Seiten. Futter 3 insgesamt. Da ist die Königin, die rote Zora. Hier ist auch halbes Futter. Hier auch Futter 4 insgesamt. Die Königin war, glaube ich, auf der Seite. Stimmt das? Muss ich aufpassen. Wo war sie jetzt? Hier ist sie nicht. Ja, hier ist auf der Seite, also muss ich vorsichtig sein. Futter 4 haben wir, wie gesagt. Ah, auch ein Futter, haben wir Futter 5. Zeig her, wie es mit den Pollen. Viele Pollen. Das machen wir weiter raus. Futter 5. Futter 6. Okay. Futter 6. Hier ist nichts drauf. Zu. Den hätten wir. Mal festhalten. Futter 6 haben wir. Minimal Futter zählt nicht.
Jetzt haben wir ein Gewicht. 7, 8, 9, 10. Hier auch. 11, 12, 13, 14. Also Futter 14 haben wir bis jetzt. Ja, da kommt wieder ein Paket. Ja, da ist oben auch schon ein bisschen Brut. Seltsamerweise. Und ach, schwer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Futter. Das sind 20. Hier haben wir, ja, ist voll, 8 Futter, 28. Ich zerquetsche hier unten ein paar Bienchen, wenn die nicht beiseite gehen. Was haben wir gehabt? 28, glaube ich. Gell? 28 waren es, glaube ich. Da ist auch schön voll. 8 Futter, das sind 36. Hier haben wir 7 Futter und ein bisschen Pollen, das sind 43. Ganz voll. 8 Futter, das sind 51. 7 Futter und Pollen, das sind 58. 58 haben wir. Hier haben wir 7 Futter. Die Ecken sind etwas dünner, also ziehe ich hier einmal Futter ab. 58, dann sind es 65. Hier ist ganz voll mit 8, das ist 73, hier einmal Futter, 74, leer, nix. Also 74 mal Futter könnt ihr euch jetzt selbst ausrechnen, ist relativ einfach. Noch ein Rähmchen dazu, dass es voll ist. So. Die Bienchen sind natürlich jetzt ein bisschen aufgekratzt. Ist klar. Neue Situation. Fliegen sich auch schon wieder ein auf ihre neue Situation. Ah ja, passt schon. Und jetzt das Volk Nummer 2. Ihr habt jetzt, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Rechnen es doch mal aus. Die Futterrationen. Und vergleichen mit den 32,5 Kilo, was das Volk in der alten Beute gewogen hatte. Jetzt wiege ich das Volk mit der neuen Beute und dann haben wir alle Zahlen, die man braucht. 14, 16, 3 Viertel, das sind 30, rund 31, ja, rund 31 Kilo hat jetzt die neue Beute mit der gesamten Bienen, Brut, und Futtermasse. Nächstes Volk. Da haben wir ja noch ein Volk. Das ist die Frage, warum habe ich diese Beuten überhaupt erst gekauft? Das ist ganz einfach. Das ist Kostenfaktor. Ich habe Bienenvölker gekauft und hätte dazu
logischerweise sollen auch dann entsprechend viele Beuten kaufen. Beuten sind nicht so billig, das ist so ziemlich das Teuerste. Ja, gehört mit zum Teuren am Bienenvolk, nicht das Teuerste, aber es gehört mit dazu. Und das ist natürlich eine größere Stückzahl an Bienenvölkern zu kaufen, ist ja schon mal ein finanzieller Puffruck. Aber das gleiche Geld nochmal auszugeben für die gleiche Anzahl an Beuten, ist gerade das Doppelte an Investitionen. Aus dem Grund habe ich von dem Imker diese älteren Beuten übernommen. Einfach nur, damit diese Vögel erstmal geparkt sind, in der Beute ordentlich geparkt sind, so wie sie es gewohnt sind, und wie es die Bienenvölker halt bei Magazinbeuten gewohnt sind. Und ich habe auch gesehen, dass denen gut geht, dass sie sich wohlfühlen darin. Und mit der Zeit, langsam mit der Zeit, tausche ich sie jetzt aus, weil es muss erstmal das Geld her, wie ich vorher gesagt habe, muss das Geld her, um die ganzen Magazine auszutauschen, um die Beuten auf den allerneuesten Stand zu bringen. Und deswegen mache ich das jetzt sukzessive immer mal wieder. 1, 2, 3, 4 Beuten austauschen und ich verkaufe die alten Beuten auch wieder zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Wer also eine Beute haben möchte, wer im Imkern beginnen möchte, weil die Beuten sind sehr gut, das ist eine dreistöckige Beute mit Boden, mit Deckel, mit Fluglochkeil, alles was dazugehört. Und die kann man also recht günstig von mir erwerben. Ansonsten verwende ich sie als Sämchentürme etc. im Lager oder sonst irgendwo. Geht doch nicht kaputt, das Zeug. Also wer beginnen möchte mit dem Imkern und will sich erstmal eine ganz günstige Behausung für seine Bienen zulegen, dass er sich nur noch ein Volk oder einen Ableger zulegen muss, habe ich euch auch gezeigt. Ableger kriegt man zwischen 50 und 90 Euro. Also ein Ableger inklusive Königin. Und dann packt man den da rein und kann da schön langsam für sich ein Volk hochziehen. Und man hat eine günstige Wohnung für die Bienen. Bei Gelegenheit, wenn es mit den Finanzen dann ein bisschen neutraler ist, kann man sich auch dann eine neuere Beute, eine neuzeitliche Beute zulegen und die ältere wieder fürs gleiche Geld verkaufen. Geht natürlich auch. Aber jetzt gehe ich an das zweite Volk dran. Das erste ist jetzt umgesiedelt, das zweite muss noch. Ein bisschen lauter. So gut wie leer. Einmal, das zählt nicht. Pollenbrett, einmal Futter, also zweimal insgesamt, dreimal Futter. Brut, einmal Futter. Das sind also viermal, hier noch einmal Futter, fünfmal. Das Futter zählt nicht, ist zu wenig. Auch junge Brut, auch zu wenig Futter, zählt nicht. Ja gut, beide Seiten zusammen. Einmal Futter sind sechsmal.
schöne Brut, wenig Futter. Auch schönes Brutnest, wenig Futter. Lass mal sein, das Futter zählt nicht. Also bisher haben wir 6 Mal Futter. Siebenmal Futter. Viele Pollen und Brut. Minimal Futter. Also 7 Mal Futter bisher. Acht, 9 Mal Futter. Königin habe ich nicht gesehen. Vielleicht hat sie ja jemand von euch gesehen, aber ich habe auch nicht so sehr auf die Königin geachtet. Mal vernachlässigen. Also bisher haben wir 9 Mal Futter. So. Bin nicht weg. Jetzt. Ihr habt euch gemerkt, wie viel Futter? Na, hoffentlich. Ich könnte das Video nochmal zurücklaufen lassen. Dieses Volk hat auf jeden Fall als Messergebnis 36,5 Kilogramm in der alten Beute. Hier haben wir 1, 2, 2,5 Futter. Hier nochmal ein halbes, sind 3 Mal Futter. Zu dem, was unten schon Futter drin war. Ja, voll. Ja, komplett voll. Oh, die Königin ist da oben. Auf der Futterzarge rennt die Königin rum. Deswegen konnte ich sie unten nicht finden. Unten ist genug Platz. Also 8 Mal Futter hier und 7 Mal Futter hier. Oh, ich muss einen neuen Handschuh anziehen. Jetzt muss ich natürlich besonders aufpassen, weil hier auf der Seite ist die Königin. Hier steckt die Königin. Hier haben wir nochmal 6 Mal Futter und viel Pollen und nochmal 7 Mal Futter. Königin? Ja, da ist sie. Aha, deswegen ist die Königin oben gewesen, das Brutnest ist hier. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Futter. Hier auch Brutnest, 1, 2, 3, 4, 5 Futter. Hier auch, die ist schon am Hochwandern im Brutnest. 1, 2, 3, 4, 5,5 Futter
hier immer noch Brot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Futter. Ist voll bis oben. Oben ist ein Kranz leer, sonst ist ganz voll. Das heißt also 6 Futter. Und das mit der Seite, die ist noch ein bisschen voller, 7 Futter. Eins, zwei Futter, nix. Und die ist leer. Und noch eine Wabe dazu. So, ihr habt hoffentlich mitgezählt. Ich werde am Ende des Videos, also wenn ich das Video verarbeite, werde ich nochmal nachzählen und dann vergleichen mit den Werten, wie wir sie brauchen. Dann trage ich euch die Werte ein. Mal schauen, ob ihr auf den gleichen Wert kommt. Ihr habt mitgezählt, was die Futterwaben sind, wie viel Futtermenge es ist. Vergleicht das mal mit dem gewogenen. Wir hatten im ersten Volk hatten wir 32,5 gewogen, im zweiten Volk hatten wir 36,5 gewogen. Vergleicht mal die Futtermenge dieser beiden Völker. Ja, Freunde des Lichts, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, dann sehen wir uns vielleicht auch im nächsten Bienenvideo wieder.